Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Winfried. Heute schauen wir auf die Championship Qualifier Herausforderung und ich zeige dir, wie du die ganz easy mit 3 Sternen schaffen kannst. Lass uns mal am Anfang direkt drauf gucken, was wir denn überhaupt vor uns haben. Wir haben eine Maxed Rathaus, 14er Base, zweimal Multi Inferno, einmal Single Inferno. Wir haben hier jeweils... Moment, warte. Da oben haben wir X-Bogen und Katapult. Dann haben wir noch ein Katapult hier, daneben ist die Gladi, da ist der König, da ist die Königin, da ist eine Lücke, ne? Da könnte man ja vielleicht was reinschicken. Also, was haben wir für Truppen? Wir haben ein bisschen Kleinkram zum Ablenken, nämlich Barbaren und Bogis, einen Riesen, dann zum Aufräumen später noch 2 Magier und ein Baby. Die Hauptangriffstruppen von uns sind die 4 Superhexen, die beiden normalen Hexen, die Heilerinnen und dann haben wir noch 2 Ballons. Wir haben natürlich noch eine Headhunterin mit dabei und Maxed Helden, Maxed Flammy am Start, Zauber. Ein bisschen nicht wundern. Wir haben 6-mal einen Blitzzauber dabei. Den brauchen wir später noch in Kombination mit dem Erdbebenzauber. Einmal Wut, 2-mal Freeze, 1-mal Sprung und 1-mal Gift. Dann würde ich doch mal sagen, direkt rein. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Wenn es dir gefällt, lass doch gerne ein Abo da. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung natürlich jederzeit ändern. Viel Spaß. Fantastic. So, einmal direkt schnell Durchlauf. Lasst mich euch am Anfang aber einmal sagen, hier kommt das Erdbeben drauf, denn wir wollen gleich diese ganzen Sachen rausnehmen. Vor allem natürlich den hier. Wir wollen den Inferno-Turm rausnehmen aus dem Spiel, die Bauhütte und den X-Bogen. Also erst Erdbeben und dann die 6 Blitze da drauf. Es geht jetzt halt gleich richtig schnell, deswegen wollte ich das einmal ganz am Anfang gesagt haben. So, wir gucken drauf. Jetzt nämlich einmal Erdbeben und dann die ganzen Blitze drauf, dann sind die Sachen schon mal weg. Da habe ich nämlich, damit der einmal schon mal feuert, der Multimörser, habe ich den Barbaren gesetzt auf die andere Seite auch nochmal einmal. Und jetzt zack, 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 kommt da Flammy hinterher und wir haben den Warden mit den Heilerinnen. Der Warden soll jetzt gleich nach links weglaufen, damit Flammy da schön Zeit hat, sich rechts das Rathaus gleich noch zu schnappen. Das ist uns dann erstmal egal, dass das ein bisschen dauert. Flammy ist ja langsam, das ist egal, wenn das jetzt ein bisschen Zeit braucht. Denn jetzt kommt, jetzt ist gleich ganz wichtig. Der Warden ist beim Turm, beim Bombenturm. Das Rathaus zielt auf den Warden und deswegen setzen wir die Königin jetzt schon dahin, damit der Warden nach links wegläuft zur Königin und nicht zum Rathaus geht. Denn dann besteht die Gefahr, dass sich das Rathaus direkt auch noch die Heilerinnen schnappt. Das wollen wir auf keinen Fall. So, in der Clanburg sind Bogies, Headhunter und Hund drin, macht aber nichts. König jetzt schon mal nach unten links gesetzt, der läuft ja jetzt links weg, macht aber auch nichts, denn das ist ja geplant, Leute, das soll so sein. Hund geht kaputt, wir machen ihn jetzt mal eben kaputt. Ich habe da noch ein Gift draufgeschmissen und jetzt, Flammy ist schon ganz gut dabei beim Rathaus. Die Truppen laufen jetzt Richtung Katapult. Dann setzen wir gleich, genau nämlich jetzt, da einen Sprungzauber drauf, damit die da schön reinlaufen und sich gleich noch kümmern um den Inferno-Turm, um den Feger, dann auf der linken Seite noch um die Sachen, ne? König, Inferno-Turm, vor allem natürlich den X-Bogen. Jetzt habe ich da schon mal gefreezed. Habe jetzt allerdings gleich noch ein bisschen gewartet. Ja, jetzt habe ich gezündet, damit die Big Boys, so nennen sie sich ja, die Big Boys, die Skelette der Hexen, damit die nämlich nicht so viel Schaden bekommen, wenn sie sich um den König kümmern. Denn es dauert ja immer so eine gewisse Zeit, bis die Hexen neue Skelette spawnen. Gladi da oben hin, die kümmert sich jetzt nämlich mal eben um die Adler-Dev. Da ist so eine Riesenbombe, macht aber nichts. Königin ist noch am Start. Es war auch bei mir eigentlich eher eine Zeitfrage. Es war bei mir auch eigentlich immer eher eine Zeitfrage. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber dann habe ich es natürlich doch geschafft. So, Luftabwehr noch weg da vorne. Zack, zack, zack. Und jetzt ist die Luftabwehr weg. Dann können wir nämlich in aller Ruhe das Baby da oben hinsetzen. Setzen da links noch was hin, nämlich unsere Bogies und den Magier zum Helfen. Da können wir noch unsere beiden Ballons hinpflanzen. Zack, der Tesla ist weg. Königin kümmert sich jetzt nämlich noch um das Katapult. Da sind noch Fallen, Skelettfallen, macht aber nichts, denn wir haben es jetzt ja gleich easy peasy geschafft. Die laufen jetzt nämlich da rein. Unsere Yeti aus dem Flammy. Zack, 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 zack. Kümmert sich jetzt mal eben noch um den Sammler, um die Kanone. Und dann, Leute, bei 28, 27, 26, 25, gleich haben wir es geschafft, Leute. Kein Problem. Wir haben es geschafft. Und zwar mit 24 Sekunden Restzeit. Muss ich sagen, ging doch relativ easy. Und jetzt nochmal für euch detailliert. Okay. Also bei dieser Base und bei dieser Challenge finde ich den detaillierten Weg ein bisschen besser auf jeden Fall, denn hier passiert ja wirklich sehr viel. Wir nehmen die Blitze und nehmen das Erdbeben und nehmen dann erstmal diese Sachen aus dem Spiel.
Klar, die Blitze haben keinen Effekt aufs Rathaus, das hat der Erdbeben allerdings schon. Bedeutet, das Rathaus kriegt auch schon mal so ein bisschen Schaden ab. Warden dahin, Flammy dahin. Flammy geht dann natürlich da drauf und kümmert sich um alles, was da ist. Logisch. Der Warden läuft dann gleich erstmal hier drauf zu. Wenn wir dann natürlich die Königin setzen, läuft er dann hoffentlich nach da weg mit der Königin. Wir brauchen den König, der soll sich nämlich dann darum kümmern und soll dann da weglaufen, damit diese ganzen Sachen weg sind, damit der Laufweg unserer Truppen später wie folgt aussieht. Wenn wir die ganzen, ich sage Superhexen plus Hexen, wenn wir die nämlich jetzt hier hinsetzen, sollen die gleich da reinlaufen. Dann setzen wir den Sprung und dann laufen sie so. Vielleicht läuft auch einer der von den Big Boys nach da, aber das ist dann egal. Auf jeden Fall sollen sie da hinlaufen, wo ich das gerade eingezeichnet habe. Ganz wichtig. Flammy kümmert sich sowieso gleich hier um alles, das ist dann sowieso egal. Dann haben wir noch den König, der ja jetzt gleich noch, ich hab's ja gesagt, der läuft ja hier alles ab. Läuft vielleicht auch noch da rein, man weiß es nicht, aber das ist dann egal für den weiteren Weg. Dann rollen wir da später noch auf. Klar, die kommt dann noch zum Zug, wir haben dann noch die Ballons für da später und das war's dann auch schon. Man muss halt hier viele Sachen auf einmal machen, das ist das Problem. Und deswegen wollte ich es am Anfang einmal erklärt haben. Man muss echt viele Sachen auf einmal machen. So, Erdbeben, Blitze hinterher, dann habe ich schon die beiden Barbaren gesetzt, ne? Der Multimörser schießt schon mal einmal drauf. Warden kümmert sich jetzt mal eben noch um das Armeelager und dann jetzt um den Magierturm. Flammy schon am Start, kümmert sich da mal eben ganz schnell um, ja, um den Bogenturm. Und dann wird es ja gleich ganz interessant, wie ich das gesagt habe, wenn der Warden zuckt und wenn er in die Mitte laufen will, wenn er zum Rathaus laufen will, wenn er das Rathaus anvisieren will, sobald er da diesen Bombenturm weg hat, deswegen habe ich unten die Königin schon gewählt. Dann setzt bitte unbedingt die Königin, denn sonst läuft der Warden da Richtung Rathaus und dann ist es blöd. Denn dann visiert das Rathaus unter Umständen eure Heilerinnen an und dann habt ihr direkt verloren. So, Hexengesetz, Superhexengesetz. Die Hexen habe ich extra etwas weiter nach da gesetzt, weil ich schon gesehen habe, da wird anvisiert. Der Adler hat anvisiert. Und zwar meine Superhexen, beziehungsweise die Big Boys. Macht aber nichts, die Heilerinnen kümmern sich da gleich drum. Und was passiert jetzt? Die Hexen kümmern sich schon mal da drum. Moment, wo ist mein Stift? Wo ist mein Stift? Wo ist mein Stift da? Also, die Hexen kümmern... Oh, was habe ich denn falschen? Was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt hier? So. Die Hexen kümmern sich jetzt da drum. Der König, den setze ich gleich dahin. Der läuft dann nach da. Und damit unsere Truppen schön so laufen. Klingt doch eigentlich schon mal ganz gut, würde ich sagen, oder? Also. König und Riese dahin. Zack, zack, zack. Ein bisschen so an die linke Seite von der Kanone. Damit der auf jeden Fall links wegläuft. Jetzt habe ich schon mal den Giftzauber draufgesetzt. Vielleicht ein bisschen zu früh, aber na gut. Ist egal. Dann habe ich nämlich noch den Lakai mitgesetzt, damit der jetzt gleich ein bisschen helfen kann. Und jetzt passiert genau das, was wir wollen. Nämlich, dass unsere Truppen alle schön da reinlaufen, wo die Gladi ist. Genau das ist unser Ziel. Die sollen schön da reinlaufen, wo die Gladi ist. König habe ich jetzt gezündet, der läuft ja jetzt links weg, genau wie wir das wollten. Das Rathaus ist weg, wir haben den ersten Stern am Start. Und jetzt können wir gleich anfangen, nämlich habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt gleich den Wutzauber gesetzt. Habe aber den Warden auch schon mal gezündet, damit sie so ein bisschen unbeschadeter da beim König wegkommen. Da ist ja auch noch der Turm hier in der Nähe, der Inferno-Turm, der ist auch nicht ganz so geil, ne? Multi-Inferno ist jetzt zwar nicht so das Problem, aber die Kombination macht's. Und zwar mit X-Bogen, mit König, mit Magierturm dabei, mit Kanone noch. Also da sind dann doch ziemlich viele Sachen, die uns Probleme bereiten können. Und wenn wir den König dann vorher schon mal ganz gut wegkriegen, wie wir das ja jetzt gerade sehen, nämlich im Moment jetzt. So, Gladi habe ich jetzt schon mal oben gesetzt. Was macht die Gladi jetzt? Ganz einfach, nachdem ich sie jetzt gerade gezündet habe, geht sie da drauf und soll sich natürlich die Adlerdev schnappen. Wenn sie gleich diese Luftabwehr zerstört hat, können wir das Baby setzen. Das setze ich dann nach da. Dann haben wir ja noch unsere beiden Ballons. Die kommen dann später da drauf. Flammy sehen wir jetzt. Der ist hier da am Ups, Mann, das war aber ein ganz krickeliger Fall. Flammy ist da. Moment, da. In die Richtung. Der macht natürlich gleich hier noch alles kaputt. Da sind ja unsere Yeti drin. Dann können wir gleich noch setzen. Unsere Bogies und unsere Magier dahin. Und dann haben wir es. Dann wird das relativ easy funktionieren. Königin natürlich noch zünden, wenn sie kurz vor knapp ist. Logisch, wir werden es ja irgendwann sehen. Sie geht irgendwann auf unsere... das Katapult geht irgendwann auf unsere Königin drauf. Ja, dann war das doch easy peasy. Und wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, lasst doch gerne mal ein Like da. Abonniert den Kanal. Vergesst auf keinen Fall die Glocke zu aktivieren. Das hilft dem Kanal natürlich auch. Jetzt haben wir nämlich die Königin gezündet. Zack, 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 geht jetzt da drauf. Mach jetzt mal eben die Mauer kaputt. Und oben ist das Baby. Jetzt kommen noch die beiden Ballons. Und dann war's das.
dann war es doch relativ easy. Jetzt ist da die Mauer auf der rechten Seite noch nicht ganz offen, aber fast. Denn Flammi schleudert ja diese kleinen Flammenkugeln. Und jetzt, warte, jetzt ist sie offen. Jetzt ist sie offen, jetzt gehen dann auch noch unsere, da rein, unsere Yeti. Denn da ist nochmal ein bisschen gefährlich. Diese Ecke hier, da sind nochmal einige Riesenbomben und auch Skelettfallen. Da müsst ihr noch ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr das so macht, wie ich euch das jetzt hier sage, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ihr müsst schnell sein. Das ist es halt, ne? Ihr müsst schnell sein. Das ist wirklich das A und O bei dieser Attacke. Ihr müsst schnell sein. Und ja, damit sind wir am Ende. 24 Sekunden Rest. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.